Sonntagnachmittag in Kevela. Heute habe ich Zeit, mich kurz über Krebs zu unterhalten. Ich habe ein Video auf YouTube gestellt und jetzt auf TikTok. 1,1 Millionen Menschen haben geschaut. Das war vor 5-6 Jahren. Was würde Robert Franz machen, wenn er Krebs hätte? Aber seitdem habe ich mich noch entwickelt, habe noch viele neue Erkenntnisse gesammelt. Und jetzt habe ich eigentlich Zeit zu sehen, Krebs in Deutschland, wie viele Menschen sind in Deutschland eigentlich an Krebs erkrankt? Schauen wir mal. Gesamt erkrankte Menschen in Deutschland an Krebs. Laut krebsdaten.de. Etwa 4,65 Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer Krebsdiagnose. Mehr Menschen als je zuvor leben mit einer Krebsdiagnose. In industrialisierten Ländern machen sie heute etwa 5% der Bevölkerung aus. Ich glaube sogar sehr wichtig und für den Krebs, wenn die ganzen Leute, sehr selten werden Leute mit Naturmittel therapiert. Die Pharma ist die einzige Lösung. Warum? Weil die Pharma einen Haufen Geld dafür verlangt, zahlt einen Haufen Steuer für den Staat und der Staat opfert die Menschen, nur damit die Steuergelder da sind, damit sie sie verprassen können. Okay, wie viele Menschen erkranken jährlich? Schauen wir mal. Jahresende sind 2024. Wie viele Menschen erkranken jährlich an Krebs in Deutschland? Laut Bundesministerium für Gesundheit. Jährlich erkranken insgesamt etwa 500.000 Menschen neu an Krebs. Krebs in Deutschland für 2017-2018, 13. Ausgabe, Robert-Koch-Institut. So, jetzt sind es wahrscheinlich mehr, das war 2017-2018. Heute sind es, glaube ich, 240.000 Männer und 260.000 Frauen, die jährlich, so wie es 2024, die Diagnose kriegen, ich habe Krebs. Kann man da vorher was machen? Natürlich. Macht man da was vorher? Natürlich nicht. Und deshalb würde ich, wenn ich noch nicht an Krebs betroffen bin, ein paar brisante Sachen machen, die eigentlich die Krebsrate reduzieren. Aber kein Arzt sagt sie, kein Staat sagt sie, kein Heilpraktiker sagt den Menschen, was sie machen sollen, weil sie eigentlich Angst haben. Da muss ein Automechaniker das Risiko eingehen und sagt, was würde ich machen, wie würde ich präventiv für diesen Krebs handeln. Ich sage zum Beispiel, Beispiel Pflanze. Diese Pflanze lebt da, was ist ihre Hauptquelle, nicht nur Erde und Wasser, sondern das Sonnenlicht. Ohne Sonnenlicht stirbt die Pflanze, kriegt sie braune Blätter und stirbt sie. Und ihr seht, wenn ihr sehen wollt, wie wichtig das Vitamin D3 ist, das Sonnenlicht, sage ich Ihnen, zieht eure Jacke aus, eure Jacke, die ihr anhabt, wirft sie auf dem Gras im Garten und schaut mal nach 2 Wochen, was unter dieser Jacke ist. Unter dieser Jacke ist ein gelbes, verdörrtes Gras. Und das ist euer Körper mit den Kleidern, wenn ihr kein Vitamin D3 nehmt. So wie ich sage, Kleider machen keine Leute, Kleider töten heutzutage Leute. Die ganze Kleider, was in Afrika getragen sind und die Afrikaner sie anziehen, ist der sichere Tod. So kann man auch einen Kontinent und Menschen auslöschen. Und da, was ich sagen will, früher war die Krebsrate in Afrika 1,4%, was die Krebsrate bei uns in Europa zwischen 13% und 26%. Da seht ihr, wie hohe Krebsraten, und darum sage ich, ich würde präventiv Vitamin D3 nehmen. Jetzt will ich euch noch zeigen, hilft überhaupt Vitamin D3, um diese Menschen zu retten? Ja, ich kann euch sagen, so, machen wir so, Vitamin D3 Mangel Krebs. Laut German Cancer Research Center. Die Prognose von Krebskranken verbessern kann, wurde bereits in zahlreichen Studien untersucht. Nach derzeitiger Studienlage senkt eine regelmäßige Vitamin D3-Einnahme die Wahrscheinlichkeit, an einer Krebserkrankung zu versterben, um ca. 12%. Wow, und jetzt seht ihr die Zahl, wie viele sagen 12%. Nein, nehmen wir heute dieses Jahr. Hey, Ruhe dort! Dieses Jahr 500.000 Menschen. 12% von diesen Menschen, die regelmäßig Vitamin D3 genommen hätten, hätten dieses Jahr 60.000 Menschen nicht diese Nachricht bekommen. Weil ich sehe, dass in Deutschland 4,65 Milliarden Menschen sind und hätten sie Vitamin D3 und 4,65 Millionen Menschen an Krebs erkrankt sind, hätten sie Vitamin D3 als Prävention genommen, dann hätten wir eine 500.000 Menschen weniger. Man setzt eine 500.000 Menschen auf ein Spiel. Warum? Um nicht das billige Vitamin D3 den Menschen zu geben, was eigentlich zum Leben dazugehört. Man sieht auch alle Afrikaner in den Industrieländern, die kommen, die leiden am Vitamin D3 mal und dadurch entwickelt sich ein Krebs. Genau wie eine Blume, wenn sie kein Licht hat, wird diese Blume, nachdem sie genug braune Blätter und sie sieht, dass ihr Ende ist, wird sie entarten, sozusagen Krebs, wird sie wuchern und wird sie zum Loch gehen, wo Licht ist und da wird sie als normale Pflanze rausgehen. So seht ihr, ich würde auf jeden Fall Vitamin D3. Was mich eigentlich stutzig macht, dass kein Arzt bei Krebskranken in deutschen Kliniken überhaupt sich für dieses Vitamin interessiert. Das ist die größte Schweinerei in Deutschland, dass die Ärzte nicht den Vitamin D3-Spiegel messen. Ich habe viele Krebspatienten, die sich bei mir melden, Herr Franz, was würden Sie machen? Sie messen den Vitamin D3-Spiegel. Wissen Sie, was die Ärzte sagen? Sie sagen, sie müssen nicht messen oder sie werfen die Patienten von der Praxis aus.
Das ist jedenfalls kein Pluspunkt für die Ärzte in Deutschland, was sie spielen mit Menschenleben. Und darum sage ich, ich würde auf jeden Fall, wenn ich Krebs hätte, würde ich sofort mein Vitamin D3-Spiegel messen, würde ich hingehen. Vitamin D3-Spiegel zwischen 40 und 90 Nanogramm. Ich würde die höchst nehmen, den Höchstspiegel annehmen mit Vitamin D3-Tropfen, damit alle Körperfunktionen. Vitamin D3 ist zuständig für 1200 Gene im Körper, Körperfunktionen. Vitamin D3 ist zuständig für 28 Organe. Und ich habe auch gelesen, es gibt auch Studien, dass Menschen auf der Straße einen Herzinfarkt erleiden, die fallen hin. Von was ist es? Nicht von durch Blut oder Blutgrenzen, durch Vitamin D3-Mal passierten Herzinfarkt, durch Vitamin D3-Mangel stoppen die Nieren, durch Vitamin D3 arbeitet die Bauchspeicheldrüse nicht mehr, da werde ich zum Diabetiker, so was 28 Organe. Aber das ist für die heutige Medizin, schon herauf, in 2024 gar nicht wichtig. Das kotzt mich an und darum sei es immer und immer wieder. Auch wenn manche sagen, der Robert Franz wiederholt sich, nein. Als Krebspatient für wichtigste Vitamin D3, egal was ihr macht, Chemo und Strahlen, messt ihr ein Vitamin D3-Spiegel, macht es mit einem privaten Labor, messt, dass ihr wisst, wo ihr steht. Bin ich im Leben, verkraft ich Therapien oder verkraft ich sie nicht? So, das war nur eins, Vitamin D3. Wenn ihr mehr erfahren wollt, könnt ihr zu meinem Vortrag kommen, da werde ich eure Fragen beantworten und zeige euch alles, was ich machen würde. Nehmen wir was anderes, bei Krebserkrankungen. Habt ihr gesehen, dass Ärzte Vitamin C verschreiben? Nein, warum denn nicht? Oh, das ist gefährlich, Infusion Vitamin C. Nein, wenn ich regelmäßig präventiv Vitamin C habe, habe ich starkes Kollagen-Körpergewebe. Da kann der Krebs mit seinen Scheren sich ganz schwer durchbeißen. Bedeutet, es wird verzögert Fortschreiten des Krebses. Und Sie, lass mich bitte da reden. So, jetzt schauen wir Vitamin C-Mangel Krebs. Laut Hyperthermie Federstadt, Vitamin C, Ascorbinsäure, wird eingesetzt, um das Tumorwachstum zu reduzieren und die konventionelle Krebstherapie zu unterstützen. Außerdem kann es die Nebenwirkungen der Chemotherapie oder Strahlentherapie lindern, sowie die Lebensqualität der Patienten steigern. So, warum verschreiben die Ärzte kein Vitamin C? Oder der Strahl präventiv, denn die Kinder, seit der Geburt, die Kinder kriegen ein Jahr lang Vitamin C, Vitamin D und danach nichts mehr. Die Kinder sind komplett unterversorgt. Aber die nächste Generation muss ja da sein für die Pharma. Es müssen die Vitaminlosen, die leeren Körper da sein, damit die Pharma Patienten hat. Und warum? Damit die Pharma Steuern am Staat bezahlt und damit die schönen Herren da oben ein schönes Leben führen. So habt ihr gesehen, Vitamin C, ich würde auch, wenn ich Krebs hätte, sofort Vitamin C. Ich nehme auch täglich Vitamin C, mindestens 2.000-3.000 Vitamin C nehme ich selber. Ich weiß, manche Wissenschaftler haben sogar 10.000 genommen, am Dr. Rath hat auch Vitamin C genommen und die ganzen Sandler, der Vitamin C erfunden hat, der ist 97 Jahre alt geworden, so das ist auch wichtig in der Krebsphase Vitamin C. Jetzt, wenn jemand eine Chemotherapie macht, die entscheiden sich vielleicht die Chemotherapie strahlen, dann muss ich einen starken Körper haben. Und was muss ich machen, wenn ich einen starken Körper habe? Dann vielleicht überlebe ich die Krebstherapie, vielleicht, ich weiß, dauert sie länger, vielleicht hat der Körper eine Chance zu erhöhen. Was ist da wichtig, was ist die Kraft im menschlichen Körper? Carnitin. Carnitin ist der Mund der Zellen. Ohne Carnitin bauen sich Muskel ab, ohne Carnitin wird der Mensch ganz schwach. Und sollen wir schauen, was Carnitin in Sachen Krebs zu tun hat? Carnitinmangel, Krebs. Laut Witzleben Apotheke, L-Carnitin. Wichtigste Quelle ist Fleisch, sodass sich bei Vegetariern und Veganern rasch Mängel einstellen können. Studien zufolge weisen bis zu 80% der Patienten mit fortgeschrittenen Krebserkrankungen einen Mangel an L-Carnitin auf, der vom Organismus nicht ausgeglichen werden kann. So, und jetzt, habt ihr gesehen in Krankenhäusern, dass da in Deutschland Carnitin verabreicht wird? Leider nicht. Und wer hat es gesagt? Eine Apotheke sagt es, aber in der Praxis wird es nicht umgesetzt. So, also ich würde, wenn ich Krebs hätte, auf jeden Fall schön Carnitin reinhauen, zwischen 2 und 4 Gramm Carnitin. Und darum sage ich, ich habe euch nur ein paar Sachen gezeigt, was ich machen würde für Krebs, aber ich kann es jetzt schnell mal durchsagen, was ich machen würde. Erstmal würde ich bemerken, dass ich Krebs habe oder da ist die Diagnose Krebs, würde ich gleich sagen, bitte messe ich mein Vitamin D3-Spiegel. Mach es nicht, mache ich es privat. Zweitens, was ich noch messen will, mein Vitamin B12-Spiegel. Ich will sehen, die Zellen, die in meinem Körper entstehen, habe ich B12, ist die DNA in Ordnung. Vitamin D3 und B12-Spiegel. Die anderen Spiegel interessieren mich überhaupt nicht. Das sind, ich weiß, Blut und rote Köttchen, aber die werden als Vorwand gebracht, dass viele Analysen gemacht werden, um von Vitamin D3 abzulenken. Ich habe tausende von Patienten, von Messungen, von Labor gesehen, es war bei keinem Vitamin D3. Bei keinem. Was wird da mit dem Menschen gemacht?
So, dass ich würde Vitamin D3 nehmen, mein Spiegel hoch. Danach würde ich Vitamin C nehmen, regelmäßig. Ich würde auf jeden Fall ein OPC nehmen, damit du deine Natokinase, damit der Körper auch versorgt wird. Weil ich weiß, dass jede Zelle eine Versorgung, eine Entsorgung hat. Ich bei Krebs, wie viele sagen, bei Krebs Giftausleitung und sowas, dass ich überhaupt eine Ausleitung vorhanden ist, weil die ganzen Körper haben dickes Blut, sind zu. Noch ein Mittel, Quercetin. Hat jemand von Quercetin gehört, das Krebspatient Quercetin? Aber in den neuen Studien mit Chemotherapie wird gesagt, Chemotherapie mit Quercetin ist effektiver als normale Chemotherapie. Jetzt beginnt die Pharma, Naturmittel in Gift reinzumischen. Das Gift alleine reicht nicht. Warum? Weil die 80 Jahre sind vorbei. Der Körper reagiert nicht mehr auf Gift, auf Natur, auf chemische Sachen. Und was macht die Pharma? Nimmt Naturstoffe, tut sie rein in der Chemotherapie, dass man die Ergebnisse verbessert und verlangt dann für das Geld, weil für Naturmittel, die kosten fast gar nichts. Quercetin, gibt es Studien, Quercetin verhindert, dass kleine Blutgefäße gebildet werden, damit der Krebs weitergeht. Quercetin führt zur Apoptose, Zellen, die keine normale DNA haben, werden von Quercetin einfach neutralisiert. Aber man hört nichts von Vitamin C, nichts von D3, nichts von Quercetin, wir werden einfach nichts von Carnitin, wir werden einfach dumm gehalten. Außerdem, wenn ich eine Chemotherapie mache, ich belaste den Körper mit Chemo, mit chemischen Stoffen. Was passiert mit den neuen Zellen, was entstehen? Die entstehen in dem chemischen Medium. Bedeutet, ich habe Zellen, die schon krank sind, die Zelle stirbt und dann kommt eine neue Zelle. Die neue Zelle kommt in dem chemischen Element drin, die werden noch entarteter sein. Und darum sage ich, ich muss auch sorgen, dass normale Stammzellen kommen, normal gesunde Stammzellen. Gib mal rein im Internet, Carnosin ist zuständig für die Bildung von Stammzellen. Und hat jemand von Carnosin gehört in der Krebstherapie? Darum sei, es sind ein paar vitale Sachen, die müsste man halt nehmen, aber keiner macht aufmerksam. Deshalb wollt ihr mehr hören. Ich werde noch ein Video machen, wo ich genau die ganze Therapie schildern würde, wie ich machen würde. Zusätzlich, wenn ihr Vertrauen habt, zusätzlich eure Chemotherapie aus Strahlen, aber ihr besteht 65% aus Wasser und 35% aus Mineralien. Was hat Chemie in meinem Körper zu suchen? Oder auch wenn es zu suchen hat, muss ich mich schützen. Ihr auch, wenn ihr mit chemischen Stoffen arbeitet, arbeitet mit Handschuhe, mit Masken, mit Brille. Warum schützt ihr euren Körper nicht bei der Chemotherapie? Der Schutz bei der Chemotherapie sind die Naturmittel. Und deshalb sagen wir auch die Ärzte, nimmt ja keine Naturmittel bei Chemotherapie. Ja, die wissen es bestimmt, weil sie selber nur Naturtherapie machen würde, müssen niemals eine Chemotherapie ziehen. Okay, jedenfalls, das war so kurz eine Erklärung über Krebs und dass ihr seht, von wo die Informationen kommen, nicht vom Staat, nicht von den Ärzten. Es müssen Menschen, die begeistern, Menschen, die Erfahrung haben, Menschen, die mit 100.000 Menschen schon gesprochen haben, die Schicksal erlebt haben, die gehen über Grenzen und erzählen den Menschen, was sie machen würden. Deshalb kommt zu meinem Vortrag, 13. in Würzburg. Ich bin da, 1200 Plätze. Jetzt sind viele Menschen kommen nicht genug, mache ich noch einen Vortrag. Ich bin bereit, mein ganzes Wissen zu geben, warum, um Menschenleben zu retten, um die nächste Generation zu retten. Und deshalb freue ich mich, wenn ihr kommt. Bis zum nächsten Mal, wünsche euch einen schönen Sonntag. Hoffentlich war es nicht zu viel, aber irgendwann muss auch alles gesagt werden. Tschüss.